Also das Coolste für mich im Motorsport ist einerseits natürlich die Geschwindigkeit, die Motoren und gleichzeitig auch der Zweikampf, weil es ist einfach echt der Wahnsinn, wenn wir auf einer Rundstrecke sind, so wie da. Wir fahren in der BMW Challenge mit alle fast gleichen Autos und dieses Head-to-Head, einer gegen einen, und das ist echt, also genau meins, und darum liebe ich es. Das beeindruckendste Erlebnis, das war, glaube ich, wie 2014 für Lechner Racing die Formel Renault gefahren bin, also in der Formel Renault die letzten drei Rennen in der quasi Europameisterschaft. Und da haben mir der Robert und der Walter Lechner eben die Chance gegeben, dass ich für sie die letzten drei Rennen fahre, und das war einfach ein Wahnsinn. In einem Feld mit so vielen guten Fahrern und mit so viel Leid sein und so hochprofessionell, und das war einfach echt der Wahnsinn. Also bei mir hat das eigentlich angefangen, schon als ein Kleiner, vom Fernseher gesessen und halt Rennfahren schauen da. Und dann halt angefangen mit 8 Jahren, das erste Mal im Leihkart, und halt immer fahren, bis ich dann von einem Salzburger Rennteam, die haben mich also quasi echt in der Karthalle gesehen, und bin dann eingeladen worden für ein Kart-Rennteam und bin dann für die mehrere Jahre gefahren, international, Rio Racing. Und dann sind wir eben, dann war eben der Umstieg von Kart in den Tourenwagensport oder Formelsport. Habe ich mehrere Tests gemacht, aber leider war es halt einfach vom Budget her so, dass wir es nicht ganz zusammengebracht haben, bis auf ein paar Gaststarts mit Lechner zum Beispiel. Und ja, der Michi hat mich quasi auch wieder auftaut, mehr oder weniger. Hat mich gefragt, wie schaut es aus? Formel Challenge 2017. Und ja, das ist jetzt der Grund, warum ich da bin. Also, hi, ich bin der Jakob Schober, bin 22 Jahre und komme aus Altenmarkt im Bongau, also Salzburger, via Salzburger Team und Salzburger Rennserie. Und studiere in Wien Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuni Wien und versuche das jetzt neben dem Rennfahren ein bisschen unter den Hut zu kriegen. Also, ich fahre 2017 in der BMW 325 Challenge im Rahmen vom Histocup eben für das Team Race Performance. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar andere Sachen fahren könnte. Also dort und da vielleicht ein bisschen an Gaststart. Und ja, schauen wir mal, was es hier gibt. Auf jeden Fall heißt jetzt einmal volle Konzentration auf die BMW Challenge. Und schauen, dass ich mich fahrerisch mehr ans Auto gewöhne und besser und schneller werde. Ja, mir geht es eigentlich echt super. Also, neues Auto für mich. Ich bin zwar letztes Jahr an Gaststart gefahren, aber es ist trotzdem ein neues Auto für mich. Neue Strecken auch für mich. Ich bin zum allerersten Mal in Brünn. Red Bull Ring bin ich vor 2 Wochen auch mein allererstes Rennen am Red Bull Ring gefahren. Und ich muss sagen, es geht mir überraschend gut. Ich glaube, dass ich viel mehr kämpfe, bis ich eben an der Spitze mitfahren kann. Aber ja, in Red Bull Ring ist gut gegangen, 2. Platz und dann 1. Platz und heute wieder 2. Platz. Schauen wir mal, das 2. Rennen kommt. Ich habe auf jeden Fall vor, dass ich nach vorne fahre. Ja, ich bin voll happy und voll zufrieden. Also es macht echt mega, mega Spaß. Also mein ganz größtes Ziel ist eigentlich, wie für jeden Rennfahrer, dass er im Motorsport erfolgreich wird. Und ich habe das so definiert, Motorsport erfolgreich werden, mit dem Motorsport als Fahrer Geld zu verdienen ein bisschen. Und das war halt so mein ganz großes Ziel und mein Traum. Und wo das auch immer heißen sollte, also ich möchte mal ein GT3 Rennen fahren. Das ist wahrscheinlich auch so ein mittelfristiges Ziel einmal, und dann mal schauen. Und ansonsten habe ich eben daneben das Wirtschaftsstudium, und ich möchte auf jeden Fall im Motorsport ein bisschen treu bleiben und dabei bleiben. Und es weiß jeder, wie schwierig es ist, im Motorsport Geld zu verdienen. Aber ich bin jetzt happy, dass ich es machen kann, bin jetzt happy, dass ich in der BMW Challenge fahren kann. Und ja, schauen wir, was es ergeben kann. Genau. Ja, das war natürlich das Schönste. Aber wenn ich das viel Jahre lang machen möchte, dann darf es nicht was kosten. Also, dann ist schon, also es ist nicht mein Traum, wie viele wahrscheinlich sagen, sie möchten gerne Porsche Cup fahren und Porsche Cup gewinnen oder DTM fahren und DTM Champion werden im Tourenwagen. Aber ich möchte einfach sagen, dass das passt, dass das finanziell dann einfach einen Sinn hat. Weil ich möchte nicht dauernd was einzahlen, sonst muss man da andere Lösungen finden. Aber ich bin nebenbei, bin jetzt selbstständig seit 2017 und bin Instruktor. Und das ist für mich auch schon so ein Zugang, dass ich mit Rennfahrern auf den Strecken bin, zum Beispiel bei Lechner Racing, bei Razoon, die machen KTM Crossbow Vortraining, so bin ich Instruktor. Und ja, das ist für mich auch schon eine Art und Weise, dass ich sehr gut damit Geld verdienen. Und ich werde da gefragt und ich
verbessert mich da einerseits fahrerisch, andererseits aber kann mich sich selbst ein bisschen herzogen. Und ja, das ist halt so, wie ich versuche, das so hinzubringen, dass das für mich passt. Ja, also finanziell ist immer so eine Sache, da wird natürlich oft geschaut und versucht, was man machen kann. Dadurch, dass ich die letzten Jahre nichts gefahren bin, ist es für mich jetzt auch wieder neu, dass ich wieder mich ein bisschen bewirb, unter Anführungszeichen. Aber es ist so, dass ich einfach viel Unterstützung kriege. Und da muss ich einfach sagen, meine Familie, meine Freundin, die stehen alle voll hinter mir und helfen mir da echt gut und nehmen mir auch viel Druck von den Schultern und sagen, konzentriere dich aufs Rennen, schau, dass du es zusammenbringst. Aber auch ohne Druck. Also das ist sowieso ganz, ganz groß. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so schnell bin und warum ich mich gleich so gut eingefunden habe. Weil ich einfach druckbefreit fahren können hat. Für mich geht es nicht um viel. Ich muss mich eh nicht arg beweisen und bin damit eigentlich sehr happy. Danke.